Okay, thank you for coming. And this will be the third session on the topic of destination safety and security. We will enjoy. Wir haben viel von den Highlights aus der letzten Tourismusforschung gelernt. Und wir machen mit Ihnen weiter mit der Forschung. Das heißt, zum Anfang unserer Sitzung wird Professor Dr. Jürgen Schmude aus München eine Einführung machen. Die ganze Runde wird dann moderiert von Professor Dr. Harald Pechlaner, moderiert, und er ist der Präsident der IEST, International Association of Scientific Experts in Tourism, und er hat den Lehrstuhl Tourismus an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne. Wir würden jetzt gerne die Fragen, die Sie beantworten können, mit der kleinen Fernbedienung, die auf Ihrem Stuhl liegt, projizieren. Ich lese Ihnen schnell mal die Fragen vor. Wie gut sind Touristen zum Thema Reisesicherheit aufgeklärt und wer ist in der Informationspflicht? Bitte nur eine Antwort wählen. Eins, nicht ausreichend. Die Politik sollte viel mehr machen. Nummer zwei, nicht ausreichend. Die Reiseveranstalter sollten viel mehr machen. Und Nummer drei, ausreichend aufgeklärt. Reicht schon. Jetzt dürfen Sie abstimmen. Here is a mood picture for you, Professor Dr. Jürgen Schmude. Herr Professor Schmude, hier ist jetzt das Stimmungsbild. Die meisten haben eben Nummer 1 gewählt, 47,1%. Und jetzt haben Sie das Wort. Thema, das diese ITB in diesem Jahr sehr stark prägt. Aber wir haben mal geschaut in die Programme der Vorgängerjahre. Und da sehen Sie, dass dieses Thema nicht wirklich neu ist. Wir haben also auch in der Vergangenheit durchaus im Programm schon die Begriffe Safety and Security gefunden, allerdings in wesentlich geringer Anzahl. Also die blauen Säule sind die Anzahlen. Das sind die Sessions zu dem Thema. 2017 explodiert also dieses Thema. Wenn wir schauen, was unter den Begriffen Safety and Security in der Vergangenheit behandelt worden ist, dann sind das in den Jahren 2013 bis 2016 ganz andere Themen als die, die wir heute diskutieren. Denn das waren Themen der Datensicherheit beispielsweise. Es waren Gender-Issues, die diskutiert worden sind, oder allenfalls die Sicherheit von Geschäftsreisenden. Und jetzt haben wir es also hier im Jahr 2017 zum ersten Mal sehr stark damit zu tun, dass wir über die Sicherheit der Touristen diskutieren. Wenn wir in den World Travel Trend Report schauen, haben wir dieselbe Entwicklung. Und diese Entwicklung, die wir also jetzt hier über das Tagungsprogramm feststellen können, sehen wir auch ganz deutlich, wenn wir uns die Reiseströme anschauen, wie sie sich verändert haben. Ich zeige Ihnen da zwei Charts dazu. Also hier quasi die Gewinner dieser Entwicklung zwischen dem Januar 2015 und 2016. Und es ist eigentlich egal, welche Quelle Sie verwenden. Die Prozentangaben variieren in mehr oder weniger nur geringfügig, aber Sie haben das ja auch alle in der einschlägigen Presse lesen können. Griechenland, Spanien, Italien, Bulgarien sind die Gewinner dieser Entwicklung gewesen. Türkei, Ägypten, Tunesien haben am stärksten, was die Reiseströme der bundesdeutschen Bevölkerung, und hier ist nur der bundesdeutsche Quellmarkt berücksichtigt worden, angeht, da haben wir hier die stärksten Rückgänge. Und wenn wir gleichzeitig schauen, wie das mit der Preisentwicklung zusammenhängt, dann sehen wir, dass wir zwei Länder haben, Portugal und Spanien, die bei den Gewinnern sind.
in Anführungszeichen, obwohl sie höhere Preise auf dem Markt verlangt haben. Die übrigen Gewinner sind alle durch mehr oder weniger geringe Preisabschläge im Markt gekennzeichnet. Und wenn wir jetzt hier mal ein Beispiel rausnehmen, die Türkei, wichtiges Zielgebiet für die bundesdeutsche Bevölkerung, schauen uns die Entwicklung auch jetzt wieder in den ersten 5 Monaten 2015 und 2016 an, dann haben wir hier einen Chart, den Sie in etwa kennen. Und wenn wir das aufs ganze Jahr ausdehnen würden, hätten wir etwa einen durchschnittlichen Rückgang über das gesamte Kalenderjahr von plus minus 30%. Auch das ist wieder etwas abhängig von der Quelle, die Sie verwenden. Das schwankt zwischen 28 und 32%. Das heißt, es gibt Destinationen, die sehr stark betroffen sind von diesem Thema Safety and Security, aber diese Umlenkung der Reiseströme, diese Veränderung der Reiseströme ist relativ volatil. Destinationen erholen sich auch wieder relativ schnell, vorausgesetzt die Frequenz der Anschläge ist nicht zu hoch, die Ereignisse sind nicht zu gravierend. Und wenn wir jetzt beispielsweise anschauen, dieselbe Quelle nur ein Jahr später zwischen Januar 2016 und 2017, dann sehen wir, dass die ehemaligen Verliererländer, die Krisenländer, Ägypten, Griechenland und auch in gewissem Maße Tunesien jetzt wieder anziehen. Ausnahme ist die Türkei, die nach wie vor noch weitere Einbußen aufweist. Wir sehen aber, dass die Gewinnerländer Italien, Portugal und Spanien wieder abgeben müssen von den Gewinnen, die sie im Vorjahr erzielt haben. Was auffällig dabei ist, ist, dass die Preisentwicklung insgesamt durch eine Zunahme von Preisen gekennzeichnet ist. Das ist im Prinzip das, was wir aus dem Markt kennen. Progress in Tourism Research impliziert jetzt, dass natürlich auch uns interessiert, was sagen denn die Tourismuswissenschaftler dazu? Ja, deshalb habe ich eine kleine Umfrage unter 20 internationalen Kollegen, Kolleginnen gestartet und habe denen einige Fragen zugeschickt, aus denen ich Ihnen jetzt eine kleine Auswahl ganz kurz präsentieren will, um die Einschätzung der Tourismuswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen Ihnen zu zeigen. Und das ist vielleicht dann auch der Ansatzpunkt für die Diskussion, die wir nachher mit den Kollegen und Kolleginnen hier auf der Bühne haben werden. Also die erste Frage richtete sich auf die zeitliche Dimension. Wird uns dieses Thema in Zukunft begleiten? Und da herrscht eigentlich relativ große Einigkeit. Ich muss vielleicht noch sagen, von den 20 Tourismuswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen haben 9 geantwortet. Das ist eine Rücklaufquote von 45%. Da wären wir insgesamt ganz glücklich damit. Aber natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die Kollegen und Kolleginnen nicht alle geantwortet haben. Aber trotzdem können wir zumindest qualitativ diese Antworten interpretieren. Das Thema Sicherheit hat uns immer beschäftigt in der Vergangenheit, nicht in der Form, wie es heute der Fall ist, aber es wird uns in Zukunft auf jeden Fall weiter begleiten und wir haben einige mehr oder weniger schwerwiegende Konsequenzen, auch die daraus resultieren, bis hin zu der Aussage, die Frage von Sicherheit und also Safety and Security, das ist eine Norm, die beim zukünftigen Reisen eine wesentliche Rolle spielen wird. Die Wissenschaftler haben aber auch darauf hingewiesen, es ist ganz entscheidend, über welchen Markt ich spreche, über welchen Quellmarkt. Wir haben Quellmärkte, die wesentlich sensibler sind. Da wurden insbesondere beispielsweise der asiatische Markt genannt. Und wir haben auch Quellmärkte, die dort nicht so stark tangiert sind. Eine weitere Frage ist gewesen, ob die touristischen Akteure, die Leistungsanbieter, sind die denn auf dieses Thema überhaupt vorbereitet? Und
Da kommen eigentlich die Tourismuswissenschaftler einhellig zu der Meinung, dass es eher pessimistisch zu bewerten ist. Also wir haben es mit keiner ausreichenden Vorbereitung zu tun, wobei das natürlich abhängig ist vom einzelnen Land, dass die jeweiligen Regierungen hier in der Verantwortung stehen und dass die Touristen eigentlich regelmäßiger und detaillierter informiert werden müssen. Das betrifft insbesondere die Reiseveranstalter. Wenn wir auf die Destination blicken, dann wird darauf hingewiesen, dass die Destinationen ja so etwas wie Mediatoren sind zwischen verschiedenen Akteuren, also zwischen den Transportdienstleistern, zwischen den Hotels, zwischen den Freizeitanbietern, und dass sie sich sehr schwer tun, diese Garantien für Safety and Security auszusprechen, insbesondere weil wir es hier auch mit einem grenzüberschreitenden Phänomen zu tun haben und weder die Touristen noch die Terroristen denken innerhalb von Grenzen. Eine weitere Frage ging dann darum, was erwartet denn die Nachfrageseite von den Anbietern, die ja schwerpunktmäßig gleich in der Diskussion auch zu Wort kommen? Ja, die Nachfrage, die Touristen, die erwarten eine hundertprozentige Sicherheit, und das ist eigentlich eine Erwartung, die niemand wirklich garantieren kann. Insbesondere müssen wir da auch unterscheiden zwischen verschiedenen Typen von Touristen. Wir haben Touristentypen, die risikoaverser sind und welche, die eine höhere Affinität zum Risiko haben. Wir haben ja auch so etwas wie Abenteuertouristen, die durchaus einem gewissen Risiko aufgeschlossen sind. Als Lösung wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die Akteure der Anbieterseite viel proaktiver reagieren müssen bzw. agieren müssen, weil sie bisher doch eher reaktiv im Markt sich verhalten, und dass diejenigen, die entsprechende Pläne und Konzepte haben, im Markt dann auch erfolgreicher sein werden, bis hin zu der Ansicht, dass Touristen auch vielleicht erzogen werden müssen, dass das Thema Safety and Security inkrement zum Thema des Reisens dazugehört. Und eine letzte Frage, die ich hier noch kurz anschneiden will, ist die Frage, darf denn das etwas kosten? Denn wenn ein Versprechen für Safety und Security mit bestimmten Leistungen, die sich ja dahinter verbergen, gegeben wird, bedeutet das unter Umständen ja, dass touristische Produkte einen Preisanstieg erfahren werden. Und hier haben wir eigentlich die größte Uneinigkeit zwischen den Tourismuswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Sie sehen, es gibt ein Yes, es gibt ein No, und es gibt einen Antwortenden, der sagt, sowohl als auch. Ja, ganz schwierig ist es aber, und das wird sehr negativ bewertet, wenn wir jetzt anfangen, hier bestimmte Leistungen mit bestimmten Beträgen zu korrelieren und die Hotelsicherheit mit 2 Euro belegen, die Mietwagensicherheit mit 2 Euro belegen und eine Sicherheitsabgabe am Flughafen dann noch entsprechend in das Produkt einpreisen. Ja, insofern wären wir schlecht beraten, beziehungsweise nicht wir, sondern die touristischen Leistungsanbieter, wenn jetzt hier ein entsprechendes spezifisches ein entsprechender spezifischer Preisaufschlag in das Produkt eingepreist wird. Das ist so jetzt ganz im Schnelldurchgang holzschnittsartig, was diese Befragung ergeben hat. Und wir wollen diese Ergebnisse jetzt nutzen, um das mit entsprechenden Experten zu diskutieren.
Die Veranstaltung hier ist ja eine Kooperationsveranstaltung zwischen der DGT und der AIEST. Und ich darf jetzt meinen Kollegen Harald Pechlaner auf die Bühne bitten, der die Moderation der Diskussion in der nächsten halben Stunde übernehmen wird. Besten Dank, Kollege Schmude. Wunderbarer Einstieg in das Thema. Ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen der AIEST gemeinsam mit DGT-Präsidenten Jürgen Schmude hier begrüßen. Das Panel ist bekannt und ich darf mir jetzt erlauben, der Reihe nach, so wie im Programm vorgesehen, die Kolleginnen und Kollegen zu mir zu bitten. Das ist einmal Professor Dr. Wolfgang Aschauer, er ist Soziologe an der Universität Salzburg. Dann haben wir Frau Yvonne Collin, sie ist Chefin der CTZ, Kongress- und Tourismuszentrale, also Tourismuschefin der Stadt Nürnberg. Jan Frenzel, er ist Associate Director von EXOP und ist verantwortlich für Travel and Project Risks. Er wird dann selbst auch noch erklären, was das genau ist. Jürgen Neubart, Product Manager und Prokurist des Bayerischen Pilgerbüros, meines Wissens nach der größte Tour Operator in Deutschland in kirchlicher Trägerschaft. Last but not least, einmal Kollege Jürgen Schmude selbst, bitte auch auf das Panel. Er hat ja eine Steilvorlage geliefert zu den Themen, die uns jetzt hier betreffen. Und damit ist es gut und recht, dass er mitdiskutiert. Und wirklich last but not least, aber wirklich not least, Frau Dr. Nicola Zech. Sie ist verantwortlich für Tourismuswirtschaft an der International University Bad Honnef am Standort München. Sie sehen in der Zusammensetzung des Panels, dass wir jetzt zum einen anbieterseitig agieren, das war auch der Wunsch von Seiten des Veranstalters, und dass wir natürlich versuchen, Themenstellungen hier zu verknüpfen, die sich sehr wohl auch aus eben der Verbindung von Angebot und Nachfrage ergeben. Aber ich würde vielleicht, wenn ich mir erlauben darf, zuerst Herrn Frenzel mal befragen. Einmal in die Richtung, es ist ja spannend, wir reden im Deutschen vom Thema Sicherheit, im Angelsächsischen unterscheiden wir etwas detaillierter, Safety and Security. Was macht Ihr Unternehmen im Speziellen? Aber dann würde mich eigentlich interessieren, können wir Sicherheitsbedrohungen in Destinationen gewissermaßen auch antizipieren? Das heißt, durch ein Informationsmanagement, durch Beobachtung, auch durch möglicherweise eine kritische Haltung von Akteuren, ja, der Austausch in geeigneten Netzwerken. Was ist überhaupt machbar? Sie sind mit Ihrem Unternehmen in diesem Feld tätig, zwar nicht explizit oder nicht ausschließlich im Tourismus, aber ich vermute mal, dass wir von Ihnen viel lernen können. Ja, erstmal herzlichen Dank. Vielleicht in aller Kürze zur Einleitung. Das Thema Reisesicherheit im touristischen Bereich ist tatsächlich nicht der Fokus, in dem wir uns bisher bewegen, sondern im Business-Travel-Bereich. In den einschlägigen Themen und Panels der letzten Jahre ist das Thema umfangreich diskutiert worden. Was wir machen, ist professionelles Risikomanagement für den Bereich Security. Sie hatten es kurz angesprochen, im Englischen wird das unterschieden, Safety ist in der Regel Unfallvermeidung oder Vorfallvermeidung. Da ist letztlich keine Intention dahinter zu erkennen. Der Security-Bereich orientiert sich eher an Risiken, hinter denen eine Intention zu erkennen ist. Zum Beispiel Terrorismus, zum Beispiel Kriminalität, zum Beispiel zivile Unruhen. Das ist nicht ganz trennscharf zu unterscheiden. Beispiel Naturkatastrophen, da ist letztlich, also man geht von einer höheren Instanz aus, keine Intention dahinter zu erkennen. Nichtsdestotrotz ist das zweifelsohne auch ein gewisser Security-Aspekt, der da zu bewerten wäre. Was wir also machen, ist, wir identifizieren, wir analysieren und bewerten Sicherheitsrisiken.
für Geschäftstätigkeiten im Ausland. Der größte Bereich ist Travel Security, das heißt, wir unterstützen vor allen Dingen sehr große Unternehmen, aber auch mittelständische Unternehmen mit präventiven, aber auch begleitenden, proaktiven Unterstützungsleistungen, um Reisen zu ermöglichen, um Reisen sicher zu machen. Und der größte Unterschied zwischen Business Travel und touristischen Reiseverhalten ist da zum einen die Notwendigkeit zu reisen und zum anderen vor allen Dingen auch die rechtliche Grundlage. Ein Arbeitgeber hat, egal ob in Deutschland oder auch international, eine gesetzlich, meist gesetzlich geregelte Fürsorgepflicht, muss sich also um das Wohlergehen der Mitarbeiter auf Auslandsreisen bemühen und kümmern und Prozesse schaffen. Das ist im touristischen Bereich nicht so. Aber die einführenden Veranstaltungen auch der letzten Tage haben gezeigt, dass die Notwendigkeiten, der Bedarf dafür zweifelsohne da sind. Ja, herzlichen Dank, Herr Frenzel. Wir kommen danach noch einmal auf diese Fragestellung zurück. Ich darf mal weitergeben an Frau Zech. Sie haben ja in diesem Bereich auch geforscht und ich darf da noch einmal auf die Frage zurückkommen. Ja? Wie weit kann man beispielsweise durch ein Netzwerkmanagement, durch das, sag einmal, durch ein Informationsmanagement bestimmten Akteursgruppen gegenüber auch Fragestellungen der Sicherheit und der Sicherheitsbedrohungen antizipieren? Jawohl, vielen Dank. Ja, ich habe mir das ganze Forschungsgebiet vor allem aus Sicht der Anbieterseite, der Hotellerie angeschaut. Was wird dort im Sicherheitsmanagement, im Krisenmanagement gemacht? Und das sind doch durchaus Potenziale zu erkennen, das eben vernetzt zu tun, also sprich im Stakeholder-Umfeld. Ich werde in kaum einer Destination, ob es jetzt mehr im Business-Travel ist oder im Leisure-Travel, ein Hotel rein isoliert sehen können. Es mag manche abgrenzbare Hotelanlagen geben, aber letzten Endes bin ich doch in diesem gesamten touristischen und Destinationssystem eingebunden. Und von daher hat jetzt bei mir die empirische Forschung durchaus ergeben, dass es Sinn macht, dass es auch von allen Seiten als vielversprechend angesehen wird, wenn ich sowohl antizipativ gemeinsam Risiken analysiere, gemeinsam Pläne mache, vielleicht auch mal gemeinsame Szenario-Trainings vorher durchführe mit Polizei, Krankenhäusern, Destinationsmanagern und so weiter, dass aber die Realität zeigt, dass das bisher doch die absolute Ausnahme ist. Also das ist schon in den Köpfen, es kann Sinn machen, es ist aber bisher noch ein Aufwand, der nicht unbedingt umgesetzt wird. Wie artikuliert sich das dann? Was heißt das? Die, die die Ausnahme darstellen, was tun die konkret? Also die haben dann durchaus, sag ich mal, nicht nur das typische Handbuch, wo drin steht, was mache ich, wenn der Feueralarm geht, sondern die haben da auch, sag ich mal, weiterreichende Kontakte schon so verzeichnet, dass ich diese Ketten im Falle, dass was passiert, sehr viel schneller da habe, dass ich nicht erst raussuchen muss, wer ist denn da jetzt der Ansprechpartner. Zum Beispiel, ich meine, es ist ja sicherheitsrelevant, auch mal was ins Gesundheitliche reingeht, wie bei einem Norovirus, dass ich also, sage ich mal, meine Lieferanten auch sehr viel schneller identifizieren kann. Das heißt, die gehen wirklich zu denen vor Ort und schauen denen ihre Maßnahmen an. Also da geht diese Vernetzung sehr viel weiter, als nur eine Telefonliste zu haben und nur einen Ablaufplan, was mache ich denn in dem Fall. Ja, danke. Also das eine sind Prozessketten, Checklisten, klare Pläne, insgesamt einfach ein Management der Situation und all der Prozesse, die den möglichen Situationen vorgelagert sind. Aber das andere sind, ich würde fast sagen, Werte. Die Glaubwürdigkeit spielt eine wichtige Rolle in Destinationen und bei Akteuren von Destinationen. In einem Panel vorher, vor diesem Panel, gab es ja eine Frage an das Publikum, wer ist am ehesten glaubwürdig, wenn es um eine realistische Einschätzung der Sicherheitslage in Destinationen geht. Erstens die Destination selbst, zweitens der Reiseveranstalter, drittens, ich traue keinem von beiden. Gewonnen hat die Destination, Frau Kuller, gefolgt von ich traue keinem von beiden, und an dritter Stelle war der Reiseveranstalter. Deswegen beginne ich jetzt mal mit dem Reiseveranstalter. Herr Neubart, am Beispiel des Bayerischen Pilgerbüros. Welche Bedeutung hat Glaubwürdigkeit von Anbieterseite her, vermutlich jedoch auch in Kombination mit den Destinationen, die Sie in Ihrem Angebot haben?
Ich würde sagen, gerade im Bereich der Sicherheit ist die Glaubwürdigkeit des Reiseveranstalters entscheidend. Und wenn man jetzt bei uns zum Beispiel diese Ursprungskrisenregion Heiliges Land Israel-Palästina nimmt, bei der wir eben intensiv tätig sind, bei der wir ein großes Netz aufgebaut haben, wo man weiß, wir arbeiten mit Agenturen zusammen vor Ort, sowohl in Palästina als auch in Israel. Solche Punkte sind entscheidend für die Gäste. Sie sind auch, wir wirken auch glaubwürdig, wir in Deutschland, wenn wir beraten, bei Telefonaten, bei Vorbereitungstreffen mit den Gästen. Wir können aus Erfahrung erzählen, wir können auch mit Kommentaren von Teilnehmern arbeiten, die eben von den Reisezielen zurückkommen. Wir können schon im Vorfeld bei Planungen eben darauf achten, dass man zum Beispiel in Jerusalem nicht gerade am Freitagnachmittag sich rund um den Tempelberg aufhält mit den Gruppen. Das können wir alles steuern, weil wir dieses Know-how haben und weil wir vor Ort diese Partner haben. Nur durch solche langfristige Sachen auch. Wir machen das seit 1955, dass wir wieder nach ins Heilige Land fliegen. Das sind einfach Dinge, da sagen die Leute, da bin ich glaubwürdig. Und wir merken gerade auch in kritischen Destinationen, dass man sich eben an den Reiseveranstalter wendet und nicht verschiedene Bausteine im Internet zusammenbaut und dann vielleicht dort doch kurz vor der Reise ein bisschen Angst bekommt. Machen Sie Erfahrungen mit der Herausforderung, Vertrauen zurückgewinnen zu müssen im Zusammenhang mit Destinationen, die Sie bereisen? Ich weiß nicht, ob Sie beispielsweise in Ägypten präsent sind. Also wir haben es heute gehört, eben, Ägypten ist ein gutes Beispiel. Stärker wird. Man merkt, dass wir reagiert haben in der Vergangenheit. Ägypten ist ja gerade der Sinai, das große Thema. Und wir als Pilgerreiseveranstalter, da ist der Mosesberg, ist eigentlich für uns so eine richtige Premium-Destination. Die haben wir eben in den letzten Jahren aus dem Programm herausgenommen, um damit den Gästen auch zu zeigen, wir befassen uns damit. Und haben die Programme umgebaut, haben dadurch natürlich auch einen Niedergang erfahren, weil einfach unser Herzstück weggefallen ist, und werden das auch erst wieder aufbauen, wenn klar ist, die Region kann bereist werden. Und wenn man oft sieht, diese wunderbaren Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt, die eiern dann immer am Sinai herum, wo ist Nord-Sinai, wo ist Süd-Sinai, wo ist Mittel-Sinai, das weiß dann einfach nur der Kartograf, wenn er die Karte entsprechend manipuliert, wo das Ganze ist. Und solche Dinge sind dann eher kontraproduktiv. Das heißt, die Leute fragen bei uns konkret an. Und auch wenn wir mal sagen, wir machen das nicht, und wir machen es auch nicht, wenn sie unterschreiben, dass sie sozusagen das Risiko auf sich nehmen, dann wirken wir glaubwürdig und wir hoffen, dass die Gäste dann eben in ruhigeren Zeiten wieder mit uns reisen. Mhm. Ganz herzlichen Dank inzwischen. Wir kommen wieder auf die Fragestellung zurück, wechseln jetzt vom Reiseveranstalter hin zur Destination. Frau Collin, wir haben gehört, dass offensichtlich die Information, die aus den Destinationen im Hinblick auf Fragen der Sicherheit kommt, eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Würden Sie das bestätigen und warum ist es allenfalls so? Also erstmal denke ich einfach, dass die Befragten sich natürlich vor Augen führen, dass die Destination viel näher dran ist. Wenn Sie sich vorstellen, ein Christkindlesmarkt mit 2,5 Millionen Besucher und die Vorfälle von dem vergangenen Jahr, dann ist es wichtig, dass die Sicherheitsvorkehrungen, die ganzen Strukturen, die Sicherheitskonzepte greifen, dass die spürbar werden und dass man sie gegebenenfalls anpasst. Das haben wir gemacht, und wir haben natürlich auch als Stadt Nürnberg dann proaktiv in den Social-Media-Bereich und über die noch weiter getroffenen Sicherheitsmaßnahmen kommuniziert. Und insofern glaube ich, dass die Kunden, die Gäste denken, dass die Destination näher dran ist. Es kommt nur darauf an, dass die Destination sich auch der Verantwortung bewusst ist. Das bedeutet, dass ich eben, wenn so ein Vorfall stattfindet, einfach wirklich nicht abwarten kann, bis ein Kunde mich fragt, sondern dass ich einfach weiß, ich muss jetzt proaktiv informieren, damit sich der Kunde zumindest informiert fühlt und dann entscheiden kann, ob er auf den Nürnberger Christkindlesmarkt geht in diesem Jahr oder nicht. Vielleicht
darf ich auch da noch einmal explizit, weil Sie das Stichwort auch gegeben haben, nachfragen, welche unmittelbaren Erfahrungen machten Sie, nachdem der Anschlag oder die Attacke am Christkindlmarkt in Berlin stattgefunden hatte? Also zunächst einmal waren wir alle sehr geschockt, speziell auch die Händler. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Wir waren relativ geschockt, dass es einen Weihnachtsmarkt trifft. Und natürlich haben wir sofort an dem Abend noch die Sicherheitsmaßnahmen mit der Polizei, mit dem Innenministerium neu besprochen. Wir haben sie ja dann auch intensiviert und am Morgen entsprechend dann in den Medien, Social Media auch kommuniziert. Und wir haben eigentlich kaum Rückfragen gehabt und auch im touristischen Bereich keine Stornierungen. Der Dezember ist für uns im vergangenen Jahr in der Geschichte der Statistik der erfolgreichste Übernachtungsmonat gewesen. Mhm. Das mag zum einen daran liegen, sicherlich, dass die Touristen, die sich für eine Reise nach Nürnberg entschieden haben oder auf irgendeinen Christ-Weihnachtsmarkt in Deutschland, einfach schon diese Reiseentscheidung getroffen haben. Und diejenigen Tagesbesucher, die es vielleicht noch sich überlegen konnten, sind in dem Jahr etwas vielleicht zurückgehaltener gewesen. Aber touristisch gesehen können wir sagen, dass der Dezember sicherlich erfolgreich war. Das hängt aber, glaube ich, wirklich damit zusammen, dass wir proaktiv informiert haben und dass wir und zwar durch alle Informationsquellen, nicht nur Social Media Bereich, sondern ein Wording entwickelt haben für die Mitarbeiter Touristinformation am Telefon bis hin zur Pressestelle der Stadt. Also es ist ja ein Kommunikationskreislauf, der etabliert ist und der in diesem Jahr zumindest dazu beigetragen hat, dass wir gefühlt unsere Gäste gut informieren konnten. Aber das wissen wir alle, die hundertprozentige Sicherheit, die Herr Schmude, glaube ich, abgefragt hat, die wird es an der Stelle nicht geben. Aber ich denke, dass wir als Destination uns sehr der Verantwortung stellen müssen. Und was sicherlich noch Nachholbedarf ist, das sehe ich ähnlich, sind die anderen Supplier. Also ich rede jetzt, die Destinationen haben eine Verantwortung und auch eine Erfahrung mit großen Events. Das haben auch die Messe- und Kongressorganisatoren und Städte. Aber ich glaube, dass die Hotels, also auch die Supplier Chain da an der Stelle noch nachbessern kann. Einfach um auch selbst sicher zu sein und es entsprechend auch dem Kunden zu vermitteln und glaubwürdig an der Stelle auch zu sein. Ja, danke. Vielleicht eine kleine Frage, die eine Brücke eventuell zu sein könnte. In den Destinationen unterscheiden wir ja häufig zwischen Stammgästen und jenen, die neu in die Destination kommen. Da mag zwar Nürnberg ein spezieller Fall sein, weil Sie ja einen hohen Anteil auch im Geschäftsreisetourismus haben, dort aber wahrscheinlich auch immer wieder solche, die zurückkommen in die Destination. Kann das, Stichwort Vertrauen, Stichwort Verantwortung, eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Fragen von Safety and Security, eben Fragen der Sicherheit zu kommunizieren? Also wir haben 70% unserer Gäste sind Geschäftsreisende, das heißt der Reiseanlass ist definiert und wenn es solche Unternehmen gibt, die auch da betreuen und auch schulen, also wir haben wirklich überhaupt keine Einbrüche erlebt in den letzten Jahren, im Gegenteil, es war das erfolgreichste Jahr für Nürnberg überhaupt. Aber auch da ist es natürlich so, dass die Gäste, die Messegäste, die kommenden Kongressgäste, die ja Wiederholungstäter sind, weil die Messen eben relativ regelmäßig stattfinden, natürlich auch eine Stadt vorfinden, die sich sehr wohl über Sicherheit definiert und mit Sicherheit auch punktet und kommuniziert. Mhm. Und insofern ist dann natürlich ein Vertrauensbonus da, dem wir auch gerecht werden, indem wir eben diese Maßnahmen ständig und permanent überarbeiten. Danke sehr. Herr Aschauer, Sie sind Soziologe, haben auch einiges geforscht in diesem Bereich. Was nehmen wir aus der bisherigen Diskussion vor dem Hintergrund Ihrer auch Forschungserkenntnisse mit? Okay, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich würde vielleicht ganz gern gleich direkt beim Destinationsmanagement einhaken und bei den unmittelbaren Folgen, was einen Terroranschlag betrifft. Also ich komme von der Soziologie, beschäftige mich in der Tourismussoziologie speziell sehr stark mit den Auswirkungen von Terroranschlägen auf die touristische Nachfrage und auf die Reisegewohnheiten. Und wie ich damals vor über 10 Jahren mit dem Thema begonnen habe, war ganz interessant, dass Destinations
Safety and Security noch überhaupt kein wirkliches Thema klarerweise war. Ja. Und ich habe damals im Zuge des ersten Anschlags in Madrid versucht, über dieses Thema empirisch zu forschen, bin dann nach Indonesien gereist, nach Ägypten und Spanien und habe dort die Einstellungen der Touristen in vom Terrorismus bedrohten Regionen verglichen und habe mir damals überhaupt nicht vorstellen können, mit dem Phänomen Terrorismus selbst in Berührung zu kommen. Aber wie ich dann 2005 in Bali war, hat dort der zweite Anschlag stattgefunden und ich hatte dann die Möglichkeit, mehr oder weniger Reisende unmittelbar nach dem Anschlag zu analysieren, die Einstellungen, Emotionen auch mit der Situation vor dem Anschlag zu vergleichen. Das passt, denke ich, hier ganz gut dazu, weil wir sehen konnten, dass oder ich in meinen Studien sehen konnte, dass die Touristen wirklich hochgradig emotional, teilweise auch irrational reagieren. Also man flüchtet mehr oder weniger so in eine gewisse Meta-Welt, man sucht die Plätze, die einem vertraut sind, ja, das war in dem Fall sehr stark das Hotel. Und ein paar Jahre später, oder was auch noch entscheidend war, bei den Reisenden vor Ort, es wird nicht unterschieden, was das Destinationsimage betrifft. Also das Destinationsimage wird sowohl vor dem Anschlag als auch nach dem Anschlag ähnlich beurteilt. Im Fall von Bali wurde die Insel zu beiden Zeitpunkten gleich positiv beurteilt. Ein paar Jahre später habe ich dann versucht, potenzielle Reisende in Salzburg im Destinationsimage zu vergleichen mit Reisenden vor Ort und dann sieht man diesen massiven negativen Effekt, was auch bedeutet, wie intensiv die Medien hier Einfluss nehmen und im Kontext von Berlin kann ich nur sagen, dass es ganz wesentlich ist, diese Medienberichterstattung zu lenken, gleich von Beginn an hier zu versuchen, positiv zu wirken, sehr viel über Kommunikation auch mehr oder weniger zu leisten, ja, und versuchen auch auf verschiedene Märkte unterschiedlich Bezug zu nehmen. Also wir sprechen in der Forschung beispielsweise von der Distanzhypothese. Wir können derzeit sicher sehen, dass asiatische Touristen möglicherweise ganz Europa als gefährdet wahrnehmen, ja, aufgrund der Terrorismussituation, der Flüchtlingssituation, während lokale Märkte natürlich viel stärker regional differenzieren können. Also kein einziger Österreicher wird derzeit auf den Gedanken kommen, nicht nach Bayern zu reisen, obwohl eben auch in Bayern diverse Vorkommnisse passiert sind. Also das ist sehr zentral, ja, bis zu den kulturellen Unterschieden, die es je nach Märkten gibt, ja, oder auch die Situation im eigenen Herkunftsland. Also es könnte ein Grund sein, warum russische Märkte sehr oft sehr rasch wieder zu gewinnen sind, weil eben die Situation im eigenen Land auch, also wenn man Erfahrungen hat mit Terrorismus, politischer Instabilität und so weiter. Also das wären so ein paar Punkte auch aus meiner Sicht zum Destinationsimage. Sehr interessant. Danke, Herr Schauer. Darf ich jetzt von Österreich wieder nach Bayern wechseln, Kollege Schmude? Vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser qualitativen Erhebung, ja, und der bisher geführten Diskussion, was wäre jetzt aus deiner Sicht ein zentraler Aspekt, der aus Anbieterseite eben zukünftig im Fokus sein sollte? Ja, mein Eindruck ist, und das ist jetzt keine Pauschalkritik an der Anbieterseite insgesamt, dass viel zu wenig Kenntnis über die Wahrnehmung seitens der Touristen bekannt ist. Also wir unterscheiden dort etwas akademisch zwischen der gefühlten Sicherheit und einer möglichst real eingeschätzten Sicherheit. Und darüber wissen wir noch viel zu wenig, wie dort die Wirkungsketten sind. Wir versuchen das von der Forschungsseite aufzudecken, indem wir so die Blackbox der Destinationsentscheidung versuchen auszuleuchten. Aber das ist gar nicht so einfach, welche Prozesse, welche Einflüsse, welche Rolle spielt Information und welche Rolle spiele ich als individuelle Person? Wie lasse ich mich von welchen Einflüssen vereinnahmen? Da wissen wir noch relativ wenig, aber da wird auch seitens der Anbieterseite sehr pauschal immer von dem Touristen gesprochen und von der Destination. Also ich fand das Beispiel Sinai jetzt sehr schön, dass man da, und das freut mich als Geograf natürlich besonders, wenn Sie fordern, regional zu differenzieren und nicht zu sagen, das ist insgesamt eine unsichere Destination. Die Reisewarnungen sind ja oft leider sehr pauschal, ja, und nehmen da keine Rücksicht drauf. Also um es kurz zu beantworten, es sind zwei Aspekte, die für mich ganz wesentlich sind. Das ist einmal
das Problem der Wahrnehmung, der Perzeption und zum anderen der Differenzierung. Ja. Ich darf diesen Aspekt aufgreifen und die Frage an Herrn Frenzel weitergeben. Eben, inwiefern sind die Unternehmen der Anbieterseite und die Anbieterseite insgesamt überhaupt mit dem Umgang, im Umgang mit Sicherheitsbedrohungen ausreichend informiert, ausreichend vorbereitet? Wir haben jetzt von Herrn Schmuli gehört, dass im touristischen Bereich eigentlich zu wenig Kenntnis bezüglich der Wahrnehmung der Gäste auf der Anbieterseite herrscht. Was haben Sie da für Erfahrungen? Sie sind ja nicht nur im Tourismus tätig und ich glaube, vorher verstanden zu haben aus Ihren Ausführungen, dass am Ende der Tourismus noch viel von anderen Branchen lernen kann. Ja, also was wir immer wieder sehen, ist, dass was die reaktiven Prozesse, Kapazitäten und Fähigkeiten gerade von Operatoren angeht, dass die Unternehmen da keineswegs unangemessen aufgestellt sind, ganz im Gegenteil. Also es tun sich immer wieder große Veranstalter auch proaktiv und das wird entsprechend kommuniziert hervor, nicht nur durch Kulanzregelungen, sondern wirklich durch eine operative Rückabwicklung, ob man da jetzt dann von Evakuierung oder Repatriierung spricht, in Krisenfällen spielt da gar keine Rolle. Aber das ist bei großen Anbietern durchaus vorhanden. Risikomanagement, nichtsdestotrotz sollte eine weiterreichende Zielsetzung haben. Es geht nicht darum, wenn es zu spät ist, dann zu gucken, dass es so glimpflich wie möglich abgewickelt werden kann, sondern es sollten mehr oder minder ein Dreiklang von Zielen sein. Also Risiken, weil man sie kennt, zu minimieren mit entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten. Das kann Information sein. Vorfälle letztendlich während einer Reise zu bestmöglich zu verhindern, durch Verhaltenshinweise, das Beispiel mit dem Freitag im Heiligen Land als eine Zeit oder ein Tag, der vielleicht nicht optimal ist für eine Gruppenreise zu gewissen Sehenswürdigkeiten, ist da genau zutreffend. Und last but not least eben reaktive Prozesse und Möglichkeiten bereitzuhalten, um dann zu unterstützen, wenn es soweit ist. Und wenn die Frage ist, was wir sehen reaktiv tut sich sehr viel. Wenn wir es heute auf Destinationen beziehen, ist es sicherlich eine ganz andere Herausforderung für eine Destination, die nicht durch eine Lenkung von Reiseströmen sich einem Sicherheitsproblem entziehen kann. Man ist halt nun mal da, wo man ist und man muss damit umgehen. Und es ist halt nicht ein Player, der in irgendeiner Form einen Prozess schafft. Was wir glauben, und das setzen wir gerade im Geschäftsreisebereich sehr intensiv um, ist, dass die Information vor der Reise, also eine präventive Information, und zwar auch fokussiert auf die entsprechende Zielgruppe, ein sehr probates Mittel ist, um Risiken zu minimieren und dadurch Risiken auch zu steuern und während der Reise auch entsprechend zu unterstützen. Und eine Anregung könnte sein, dass auch Destinationen den Aspekt Security Management, Safety Management als Marketingvorteil erkennen, etablieren und entsprechend kommunizieren und sie sich auch entsprechend positionieren können. Eine Frage noch an Sie. Unternehmen lernen ja, sagen wir immer. Und wir unterscheiden dann, wenn wir auf das Wissen fokussieren, zwischen explizitem und implizitem Wissen. Das heißt, eines ist Standards lernen, ja? Und allenfalls zu wissen, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Aber man hat wenig Möglichkeiten, diese Dinge auch zu üben, nehme ich mal an. Ja? Oder doch? Das ist die Frage. Ja? Wie kann ein Unternehmen nebst den klassischen Standards eigentlich gewissermaßen eine Kompetenz entwickeln, ein internes Lernen forcieren, das gewissermaßen auch immer wieder auf Rahmenbedingungen sozusagen sensibel reagieren kann? Das ist ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, ein Risikomanagement-Konzept in einem Unternehmen auszurollen. Das gilt aber für jedwede andere Organisationsform auch. Sehr intensiv begleiten wird das gerade in der ersten Phase von so einem Rollout. Anfangs sind Unternehmen geradezu schockiert. Wenn ich meine Reisenden darüber informiere, was ihr in eurer Länderdatenbank über dieses Land schreibt, dann fahren die da nie wieder hin. Aber das ist ein
falscher Denkansatz. Es gibt neben der Fürsorgepflicht auch eine moralische Verpflichtung und Leute vorher zu informieren, das kommt auf dich zu. Wenn du dich so verhältst, kannst du das entsprechend vermeiden und steuern und wenn dann doch was ist, kannst du dich an den wenden oder bekommst hier entsprechende Unterstützung. Dann fährt man auch mit dem entsprechenden Vertrauen in die entsprechende Destination dorthin und kann die Reise erfolgreich abwickeln. Besten Dank. Drei ganz kurze Fragen. Frau Zech, wir hören sehr oft auch in der politischen Diskussion die Begrifflichkeiten Freiheit und Sicherheit. Ja, also wenn wir mehr Sicherheit wollen, müssen wir auf Freiheit verzichten. Das mag im Reisen und auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens so sein. Können Sie aus Ihren Forschungen diesbezüglich etwas ableiten? Würde ich jetzt nicht unbedingt direkt sagen. Ich meine, es kommt natürlich auf die Art der Sicherheitsbedrohung drauf an. Muss ich jetzt wirklich irgendwo mich abschotten oder welche Art ist es? Also man darf nicht verallgemeinern, was sind Sicherheitsrisiken, sondern das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Auf der anderen Seite denke ich auch, würde auf das einsteigen, was Herr Frenzel gesagt hat, es gibt mir eigentlich eher mehr Freiheiten, wenn ich weiß, womit ich konfrontiert werden könnte. Das heißt, dann kann ich mich sowohl als Anbieter wie auch als Reisender besser darauf einstellen. Und ich denke auch, dass dieser Aspekt langfristig ein Marketingaspekt werden kann. Dass es nicht mehr so ist, dass man das verschweigen muss, sondern auch offensiv damit werben kann, dass ich Sicherheit propagiere. Danke. Wir kommen zum Reiseveranstalter. Noch einmal Herr Neubart. Es war Frau Coulin, die gesagt hat, in der Destination müssen wir natürlich auf die verschiedenen Akteure oder müssen wir auf die Akteure schauen. Dazu gehören natürlich auch die Beherbergungsunternehmen. Selbiges gilt für den Reiseveranstalter, der ja auch die Beherbergung in weiten Teilen kontrolliert. Wie sehr gelingt es und wie sehr ist es notwendig, gewissermaßen die Dienstleistungskette, die Sie kontrollieren, auch zu trainieren, mit ganz spezifischen Informationen zu versorgen. Es ist ja nicht nur der Reiseveranstalter selber, sondern es sind ja die einzelnen Partner des Reiseveranstalters, die allenfalls in einer bestimmten Form reagieren sollten. Ich denke, es hängt von der Destination und von der Mentalität der Leute ab. Man muss denen oft auch erklären, wie der Deutsche tickt, wie wir denken, was wir unter Sicherheit verstehen. Für manch andere, gerade wenn Sie jetzt die arabischen Länder nehmen, sind manche Situationen einfach ein bisschen normaler. Aber entscheidend ist schon immer, dass man eben Partner vor Ort hat, die die ganze Szenerie kennen, die unter Umständen auch eben einen Bezug hat zu europäischen Sicherheitsideen, die aber auch wissen, wenn wir jetzt verlangen, dass irgendetwas in einem Hotel gestaltet wird, dass die eben auch das verstehen können, was wir damit meinen und dass eben nicht nur damit Genüge getan ist, dass irgendein Hinweisschild da ist, sondern dass man eben auf andere Dinge auch achtet. Und wir können die Dinge nicht bis ins Detail überprüfen, deswegen brauchen wir in kritischen Ländern eben Partner. Es kann ja passieren, man braucht da mal dringend ein anderes Hotel und das muss derjenige vor Ort eben kennen und wir brauchen eben das Vertrauen und da geht es eben dann nicht darum, dass man den Partner nimmt, der einem den besten Preis macht, sondern den Partner nimmt, der einem über Jahre hinweg bisher immer das Vertrauen gegeben hat. Und ich habe so ein Beispiel, als die zweite Intifada ausgebrochen ist, hat mich als erstes mein israelischer Partner angerufen, hat gesagt, schalt mal schnell auf CNN, schau dir die Nachrichten an, was da gerade passiert, entscheide du, ob ihr weiter morgen mit eurer Gruppe kommt. Ich garantiere euch, dass wir euch finanziell entgegenkommen, so gut es geht. Also diese Daumenschraube gibt es nicht. Und ich habe das für eine derartig tolle Ehrlichkeit empfunden, wo ich sage, das ist eine Partnerschaft, sowas braucht man und deswegen muss man einfach eine langjährige Partnerschaft haben. Eine allerletzte Frage und ich schließe den Kreis zum Panel vorher. Frau Coulin, es war Johannes Mario Kupsch, Chef von Studiosus, der vorhin gesagt hat, eigentlich müssten wir von den 3 S reden. Safety, Security and Sympathy. Was müssen wir tun in der Emotion der touristischen Kommunikation, um gewissermaßen Safety and Security nicht unwichtig zu machen, aber trotzdem gewissermaßen die Notwendigkeit, die Verantwortung, von der Sie gesprochen haben, natürlich nicht zu kurz kommen zu lassen.
Naja, wenn man sich die Werte für Deutschland anschaut, dann hat natürlich dieser Sympathiewert beziehungsweise Deutschland ist sicher ein bisschen gelitten. Ich weiß nicht, Herr Schmude, ob Sie darüber auch schon geforscht haben, aber es ist natürlich immer die Frage, wie kommuniziere ich, dass ich in einer Stadt bin, die ein Weihnachtsmarkt, ein großes Event hat, wie kommuniziere ich Sicherheit so, dass es, also ein Marketing-Tool würde ich jetzt, das wäre zu weit gegriffen, aber zumindest, dass der Kunde weiß, in der Destination, für die ich mich entschieden habe, wo ich meinen Städteurlaub oder Urlaub mache, wird alles getan, damit ich mich sicher fühle. Und das ist das, was bei uns letztendlich in der Kommunikation, egal in welchem Vertrieb, einfach einen wichtigeren Stellenwert spielen muss, als es den in der Vergangenheit getan hat. Und dann sind wir auch wieder für das dritte S, Sympathy, zuständig. Super. Wir starteten mit der Fürsorgepflicht, redeten von Langfristigkeit, Sicherheit gewissermaßen als Wert, die Notwendigkeit, Vertrauen und Verantwortung so zu verknüpfen, dass daraus ein glaubwürdiges touristisches Produkt werden kann. Verehrte Damen und Herren, ich darf mich ganz, ganz herzlich gemeinsam mit Kollegen Schmude beim Panel bedanken. Es war unser Anliegen, Wissenschaft und Praxis hier zu verknüpfen. Für die Wissenschaft gibt es hier wieder unglaublich viel Stoff, den wir aufgreifen können. Andererseits hoffen wir natürlich auch, dass wir im Austausch mit der Praxis Überlegungen, Ideen weitergeben können. So bekommen wir auch die sogenannten angewandten Tourismuswissenschaften weiter. Gemeinsam mit dem Präsidenten der DGT, der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, bedanke ich mich als Vorsitzender der AEST. Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, bei den Vorständen, die zum Teil auch hier sind, und freuen uns auf weitere gemeinsame Diskussionen und gebe hiermit das Wort zurück. Danke.